Jagdstream on Snow, heute an einem ganz besonderen Ort, hier am Hintertuxer Gletscher auf 3250 Meter Höhe. Wir stehen hier vor dem Natureispalast und ich freue mich riesig, heute mit Roman Erler, dem Entdecker des Natureispalastes, hier deine schönsten Orte heute. Ich freue mich auch. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Also, gehen wir direkt rein, oder? Weil ich glaube, drinnen ist ein bisschen wärmer als draußen. Hereinspaziert. So, hier sind wir jetzt an einem ersten besonderen Ort für dich vor allen Dingen. Hier hast du den Natureispalast entdeckt, hast du gerade ja, eben genau, schon erzählt. Das ist eben dieser klassische Ort, ja, wo ich seinerzeit reingekommen bin. Okay. Und die Entdeckung war eigentlich ein Zufall. Man muss schon dazu sagen, wir haben schon 50 Jahre Schiffbetrieb, ja, hier in Hintertux. Und kein Mensch hat damit gerechnet oder geahnt, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Und da war einfach seitlich im Gletscher in einer senkrechten Eiswand ein kleiner Spalt. Da war nicht breiter wie 10 cm. Und für mich war das schon interessant, weil in dem Gebiet hier vorher nie Spalten oder Hohlräume waren. Mhm. Und ich hatte Steigeisen an den Füßen und dann steige ich mal rauf und schaue dann durch den Schlitz rein und sehe hier zuerst mal gar nichts, war ja dunkel. Ja. Ich konnte ausmachen, es ist sehr großräumig und weil oben drauf die Piste ist, habe ich da mal aufgebrochen mit dem Spaltenbergemeißel. Das ist ein Pressluftgerät für Klemmspalten. Ja. Und dann war der Weg frei da rein. Und das war dann alles schon frei? Was ich dann quasi durch. Das ist ein natürlicher Hohlraum. Okay. Das erste, was zu sehen war. Und ich habe damals eine Erkundungstour dann gleich gestartet und bin da noch links hinunter. Schauen wir dann auch gleich rein. So, komme ich mal zu dir. Roman, das ist ja, ich bin fast sprachlos, wo wir hier sind. Wo sind wir jetzt hier wieder? Ja, hier sind wir jetzt eigentlich 25 Meter direkt unter der Piste Nummer 5. Also wenn du da rauf schaust, haben wir ungefähr Raumhöhe 10 Meter. Ja. Aber oben drauf haben wir dann noch mächtig Schnee und Eis. Und direkt über unseren Köpfen fahren die Skifahrer, Snowboarder. Das ist echt total verrückt. Roman, das ist aber, sieht recht tief aus. Das ist auch sehr tief. Das ist der tiefste Schacht in einem Gletscher weltweit. Ja, 52 Meter tief. Wir sehen ja hier nur ein kleines Stück runter. Ja. Und hier haben wir zum Beispiel auch einen Weltrekord mal gehabt. Ein Weltrekord gelungen, und zwar im Apnoe-Tauchen. Ich muss mir vorstellen, ist ein Mann mit einem Atemzug bis am Grund runtergetaucht. Und das heißt, im Winter, genau, im Winter pumpt man den Schlacht aus und im Sommer füllt sich der dann. Und da unten dieser Deckel, den du da siehst, ist eigentlich nichts anderes wie eine Wasserstandsmarke. Dieser Eiskristall, der ist unter Wasser gewachsen. Ja. Normalerweise friert Wasser an der Oberfläche, aber im Gletscher drinnen gibt es natürlich Phänomene und ist erstaunlich, ja, wenn man so schaut. Roman, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ja, hier sind wir jetzt im Bergschrund. Also wenn du gerade drüber schaust, die Felswand. Steht oben übrigens der Lift drauf, Gletscherbus 3. Wir sind tiefer unten. Aber hier löst sich da vom Felsen quasi der ganze Eiskörper da weg und rutscht da schwerkraftbedingt dann sozusagen Richtung Tal dann runter. Und wir haben auf einer Länge von 200 Metern einen riesen Hohlraum eigentlich. Und wir sehen da richtig bizarre Eisformationen, auch das plastische Verformen vom Eis durch die Auflast von oben. Das sieht man in dem Bereich ganz gut. Ich finde den Gedanken total krass, dass da oben die Gondelstation drauf steht. Ja, das ist ja Gondel Wahnsinn. Steht auf 3,250 und wir sind hier auf 3,220, also 30 Meter. Kann man eigentlich sagen, wie alt hier dieses Eis ist? Ja, wir haben verschiedene Arten von Eis. Das Klareis ist natürlich deutlich jünger wie das Firneis. Gell? Das ist sozusagen aus dem Firnschnee und das Gletschereis durch Kompaktion entsteht. Also wir haben die Jungeisformationen, es gibt auch im Sommer aktive Eiszapfen, also die wachsen, wenn von oben Tropfwasser, Schmelzwasser reinkommt.
Und das Eis in der Tiefunken, in unserem Bereich, mhm, haben wir darüber kurz gesprochen, ist der Gletscher auch festgefroren, ja, Sondersituation. Dort ist das Eis schon sehr, sehr alt. Ich sage jetzt keine Jahrzahl, weil es unseriös wäre. Okay. Aber normalerweise rutscht der Eiskörper talwärts. Ja. Und man wird das älteste Eis dann unten finden. Und im Bereich vom Natureispalast haben wir eben die Situation nachgewiesen über Forschungsschacht, dass der Gletscher unten festgefroren ist. Und warum ist das so besonders? Das ist schon was Besonderes. Denn normalerweise rutschen diese alten Gletscher auf einem Wasserfilm talwärts. Und wir haben beim Forschungsschacht eine Temperatur von minus 2 Grad unten. Das ist zu kalt für flüssiges Wasser. Okay. Und hier klebt der Gletscher unten quasi fest. Ja. Ja, bombenfest mit dem Untergrund verankert und ist in der Tiefe auch wasserdicht. Normal ist Gletscher ist permeabel, unten offen, normal wird, ja, das Wasser abhauen. Und das ist der Grund, warum wir da einen See haben. Und den zeige ich dir jetzt. Gerne. So, steig ein. Ich als Erste? Ja klar doch, wir fahren jetzt mit dem Boot, okay, gleich so 100 Meter mal rein. Das Boot hat keinen Motor, das müssen wir weiter schieben. Okay. So, und hier springen wir jetzt gleich rein, Roman. Was ich gehört habe. Nur ich, ne? Ja, ja. Wie kalt wird das Wasser denn gleich sein? Also wir haben die letzten Tage ja ständig auch Eisschwimmer hier gehabt und machen immer Messungen. Mhm. Und aktuell Wassertemperatur minus 0,3 Grad. Also wir haben unterkühltes Wasser. Okay. Normalerweise friert Wasser bei 0 Grad. Genau. Nur dieses Wasser hat keine Ionen, das verliert Wasser. Und bei so Phasenübergängen, ja, gibt es dann so Phänomene auch. Und es ist erstaunlich, dass wir hier unter 0 Grad haben. Also noch besser könnte es gar nicht gehen. Nee. Ich komme als Jungbrunnen wieder raus. Jetzt wollen wir mal die Sache richtig angehen. Ja? Zuerst ein bisschen aufwärmen, natürlich gut, der Körper muss einmal warm sein. Ja? Nicht unterkühlen ins Wasser, machen wir ein paar Übungen, genau. Ein paar große Muskelgruppen ein bisschen durch. Hampelmann, und ich sehe, du bist ja auch sehr sportlich. Vielleicht schaffst du auch mal den Liegestütz. Genau. Dabei tief atmen natürlich auch. Hier oben ist ja die Luft dünn. Wir haben 30% weniger Luftdichte wie auf Meereshöhe. Genau, da machen wir mal ein paar richtige Kniebeugen mal richtig. Jawohl, super. Ja? Dann atmen hier ganz wichtig. Als Vorbereitung zum Eisschwimmen. Energie reinziehen. Sauerstoff, die Profis, die richtigen Eisschwimmer, die haben ja diese Techniken, die füllen von unten her den Bauchraum, Brust, rauf bis zum Hals. Ja, richtig die Lunge komplett durch sozusagen füllen. Wir kriegen Sauerstoff rein in die Muskelgruppen. Und der Körper, der muss ja letztendlich dann auch die Wärme, die Muskeln müssen die Wärme produzieren. Und da brauchen wir eben Sauerstoff drinnen. Sauerstoffsättigung rauf, richtig, ja? Genau, und wichtig ist, dass wir jetzt auch langsam ruhig werden dann, weil das ist eine Konzentrationssache auch. Ja, aber du machst das ganz super, vielleicht noch einmal ein bisschen in die Mitte, runter, einmal halten, ist auf der Höhe, schön tief atmen, Sauerstoff rein, genau. Und jetzt kannst du dich schon in aller Ruhe in Badekleidung begeben. Und dann wollen wir dann gleich starten. Ja. So, wunderbar. Perfekt. Jetzt muss ich das Boot gerade lösen. Und dann kannst du schon einsteigen. Vielleicht noch, ja, so, glaube ich, ist das ganz okay. Da haben wir doch schon eine recht lange Schwimmstrecke. Ja. Tief und ruhig atmen und dann rückwärts reinsteigen. Also komm mal rauf aufs Boot, aufs Reling und dann drehst du dich um. Genau, gerade Zeit lassen. Auf die Knie gehen dann. Okay. Runter das zweite Beinchen auf die Gummimatte. Und jetzt kannst du da schon mal runtersteigen. Das ist hier ungefähr einen Meter tief nur. Zügig rein, atmen nicht vergessen.
Ruhig und tief weitatmen. Super. Genial machst du das. Und jetzt gehen wir auch mal runter, richtig. Spitze. Und jetzt bleib ruhig noch mal unten, ja, ganz kurz. Das Wasser nochmal richtig sozusagen auskosten. Ja, das wirken lassen kurz. Und dann kann man raus. Perfekt. Oh Gott, kann man nichts sagen. Aber ich glaube, das erlebt man noch mal. Oder ich komme wieder. Mal gucken, was das jetzt für Auswirkungen hat. Jetzt natürlich, wenn man so mal rauskommt, ist man zuerst ein bisschen durcheinander. Ja, aber es kribbelt alles. Ja. Und ich fühle mich total gut.